Herzlich willkommen zum New Spirit Podcast. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Baha Yilmaz und ich habe jetzt die Gelegenheit und diese Ehre, dich in eine ganz faszinierende Welt entführen zu dürfen. Ich nenne diese Welt gerne das Higher Self oder die geistige Welt und mittlerweile haben Jeffrey und ich eine Art von Technikmethode entwickelt, die wir Higher Self Talk nennen. Du kennst es vielleicht unter der Bezeichnung Channeling, eigentlich ist identisch das Gleiche gemeint. Das heißt, wir nutzen den menschlichen Verstand als eine Art von Übersetzungstool, sodass Informationen, Energien, auch verschiedene Aspekte und Lösungen, die irgendwo in der Quantensuppe unterwegs sind, durch den Körper kanalisiert werden können und dann auch ausgesprochen werden können und dadurch Botschaften uns erreichen, die wir sonst vielleicht nie erreichen könnten. Und ich bin mir sicher, wenn du die New Spirit Podcasts verfolgst, dann hast du schon etliche Male über das Channeling etwas gehört. Und mir geht es in dieser Folge nicht darum, dir zu erklären, was Channeling ist, sondern ich möchte mit dir aus zwei aktuellen Channelings die wichtigsten Botschaften teilen, die mich persönlich extrem berührt haben, ein Stück weit auch weitergebracht haben und vielleicht kann ich mit dir dieses Geschenk teilen und du fühlst dich inspiriert durch diese Informationen, die durch die geistige Welt durchgekommen sind. Und ich habe das aufgeteilt in 9 verschiedene Punkte, die meines Erachtens für uns alle wichtig sein können. Und der allererste Punkt ist folgender: Kontrolle ist das Gegenteil von Liebe. Diese Botschaft kam in dem Channeling in Bern durch und hat die ganze Gruppe extrem berührt, vielleicht sogar zu Tränen gerührt, weil ein Stück weit spüren wir alle, dass da eine Wahrheit dahinter steckt. Wie oft passiert es in unserem Leben, dass wir andere Menschen, unseren Partner, unsere Familie kontrollieren wollen? Wie oft passiert es, dass wir uns selbst kontrollieren wollen, unsere Gedanken, Gefühle? Und falls du jemand bist, der immer wieder an sich arbeitet, dann ist es vielleicht auch eins von deinen Zielen, dich selbst besser kontrollieren zu können. Das Wesen, das durch meinen Körper gesprochen hat, hat gesagt, Kontrolle ist das absolute Gegenteil von Liebe. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in diesem Kontrollwahn gefesselt sind, sind wir eigentlich nicht in der Lage, in dieser Liebe zu schwingen. Und für mich ist Liebe weitaus mehr als dieses Wort Liebe oder es bezieht sich nicht ausschließlich auf Beziehungen oder auf eine Art von Partnerschaft. Für mich ist Liebe ein Feld unendlicher Möglichkeiten. Für mich bedeutet Liebe auch Leben. Und alles, was uns umgibt, die gesamte Energie des Universums, ist für mich Liebe. Und wenn wir das so betrachten, dann heißt es auch gleichzeitig, dass wenn wir in dieser Kontrolle gefesselt sind, dass wir uns abschotten von dieser überschwänglichen Energie, die im Universum, im Kosmos auf uns wartet und zum Greifen nahe ist. Punkt 1. Kontrolle ist das Gegenteil von Liebe. Und vielleicht ist dieser Punkt der wichtigste Punkt für dich aus dieser Folge. Punkt 2. Da geht es um Kinder und diese Botschaft war für mich komplett neu und hat auch in mir eine Art von Aha-Effekt ausgelöst, weil so hatte ich die ganze Sache noch gar nicht gesehen. Es kam eine Frage aus dem Publikum und zwar die Frage lautete ungefähr, wie wir es schaffen können, mehr Spiritualität in das Schulsystem zu bringen. Und das Wesen, das gesprochen hat, hat gesagt, hey, seid ihr euch denn da sicher, ob ihr das wirklich wollt? Denn wenn die Kinder so wie Kinder sind, dann müsst ihr als Erwachsene mit dieser intensiven Energie von Kindern auch umgehen können. Könnt ihr das? Habt ihr genügend Kraft und Energie für diese Kinder, die dann sozusagen als Energiebomben durch die Welt gehen? Weil wenn wir Kinder absolut frei erziehen und ihnen diese Möglichkeit der absoluten Entfaltung geben, dann werden sie zu diesen mannigfaltigen, zu diesen höchst kreativen Wesen. Und ich weiß nicht, ob
Eltern, Erwachsene, Lehrer dafür bereit sind. Ob sie dann mit diesen Kindern umgehen könnten. Und was mir jetzt an dieser Stelle ganz wichtig ist, das sind einfach nur Informationen, die wir angezapft haben. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Wahrheit verkünde oder so. Und es sind auch Dinge, über die ich persönlich nachdenke. Das heißt, ich übernehme das nicht einfach in mein Glaubenssystem, sondern es regt mich an zum Nachdenken. Und genau darum geht es bei allen Botschaften, dass du ein Stück weit durch diese Informationen deine eigene Wahrheit finden kannst. Mich hat es extrem zum Nachdenken angeregt, weil wir kennen ja auch dieses Phänomen von Kindern, die hyperaktiv sind. Und ganz oft sind wir überfordert mit diesen Kindern. Vielleicht liegt diese Überforderung daran, weil wir als Eltern, als Erwachsene einfach nicht die Geduld mit diesen Kindern haben oder einfach nicht die Lust und einfach auch nicht die Energie, mit ihnen umzugehen. Denn diese Kinder brauchen von uns Aufmerksamkeit und Liebe. Also Punkt 2 ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Der nächste Punkt könnte auch für dich extrem spannend sein, vor allem wenn du schon seit längerer Zeit auf einem Art von spirituellen Pfad bist. Wenn du Dinge tiefer begreifen und tiefer spüren möchtest, wenn du tiefer bohrst und dir oberflächliche Antworten nicht genügen, dann kann es manchmal passieren, dass du in diesem, ich nenne es jetzt mal Wühlprozess, wenn du immer tiefer bohrst in deine seelischen, karmischen Aspekte, dass du von Zeit zu Zeit auch mal gewisse Dinge an die Oberfläche bringst, die schmerzvoll sind oder alte Wunden aktiv werden. Du und ich, wir wissen, der Transformationsweg, der spirituelle Weg ist nicht immer der einfachste. Aber letzten Endes führt es uns zu einer tieferen Essenz, zu einem tieferen Wissen, dass wir alle auf einer gewissen Ebene vollkommene spirituelle Wesen sind. In dem Channeling in Bern hat ein Wesen davon gesprochen, dass wir ganz häufig in dieser Transformationsbox, T-Box, drin hängen. Und diese Transformationsbox, die hat auch ganz, ganz viel mit Leiden, mit Schmerz zu tun. Das heißt, wir gehen dorthin und wir wühlen uns in unseren Schmerzgeschichten. Irgendwann gehen wir wieder raus und dann gehen wir wieder rein, dann gehen wir wieder raus und es läuft ewig so weiter. Das heißt, es kann sein, dass in uns irgendwo diese Überzeugung noch schlummert, dass Transformation immer mit Schmerz und Leid verbunden sein muss. Das Wesen hat gesagt, hey, stopp, das muss so nicht sein. Ihr könnt es euch erlauben, diesen Transformationsprozess zu genießen. Und es kam auch diese Affirmation, dieser Kraftsatz durch. Ich erlaube es mir, diesen Transformationsprozess zu genießen. Ich erlaube es mir, diesen Transformationsprozess zu genießen. Und wenn wir das von diesem Blickwinkel aus sehen, dann kann es sogar passieren, dass wir erkennen, dass wir gar nicht alle Geschichten aus der Vergangenheit auflösen müssen. Dass es manchmal einfach nur genügt, es zu akzeptieren, dass Wunden da sind, dass Schmerz auch da sein kann. Aber dass wir trotzdem unseren Fokus heute auf etwas anderes richten können. Auf die lichtvolle und lebendige Seite des Lebens. Punkt Nummer 4. Und auch das war etwas, was im Channeling in Bern durchgekommen ist. Es gab ein Wesen und ich glaube, sie hieß Rosaline, genau, Rosaline, und sie hat davon gesprochen, dass sie ihr Leben lang einfach nur Suppen gekocht hat. Das war eine sehr, sehr lustige Sektion hier in dem Channeling. Und sie spricht davon, dass wir Menschen was Ähnliches tun in unserem Leben. Wir verkochen diese Suppe. Und damit meinte sie, dass wir ganz oft in unserem Kopf und in unserem Verstand Dinge bis zum Ende durchdenken und dass das zermürbend sein kann, dass uns das auf Dauer auch auslaugen kann, wenn wir alles zu Ende denken wollen und alles verstehen wollen. Manchmal ist das Wichtigste, die Suppe nicht zu verkochen. Das heißt, die Sachen einfach mal stehen zu lassen, zu atmen, zur Ruhe zu kommen und dem Universum, dem Wunder des Lebens die Möglichkeit geben, neue Wunder zu erschaffen. Punkt Nummer 5.
Hier war die Rede von einer Art von Energie, die höher ist als das Höhere selbst. Und das ist etwas für mich komplett Neues, denn ich ging immer davon aus, und das ist das, was ich bis heute erfahren habe, dass das Höhere selbst die höchste Instanz ist. Dieses Wesen hat davon gesprochen, dass es eine höhere Instanz gibt wie das Höhere selbst. Aber dass es wichtig ist, dass wir dieser Instanz keinen Namen geben. Denn wir Menschen, in dem Moment, in dem wir etwas benennen, nehmen wir diesem etwas die Magie weg. Etwas, was namenslos bleibt, bleibt für uns in einem spirituell magischen Feld. Und es verliert nicht diesen Zauber. Das heißt, das nächste Mal, wenn du dich mit deinem höheren Selbst verbindest, und dazu habe ich ja auch diverse Meditationen, dann geh vielleicht noch ein Stück höher. Höher heißt nicht, dass es besser ist oder weiter ist, es heißt einfach eine andere Ebene. Für diese Ebene gibt es keinen Namen und das soll auch so bleiben. Das Wesen war da ganz, ganz vehement und ganz bestimmt. Wir dürfen dem keinen Namen geben. Vielleicht ging es auch darum, deutlich zu machen, dass wir Menschen, wenn wir etwas benennen, es auch ein Stück weit zu einem Teil von unserem Ego und unserer Persönlichkeit wird. Und dadurch versuchen wir das dann wieder zu kontrollieren. Ganz, ganz spannend. Punkt Nummer 6. Könnte dich extrem interessieren, vor allem wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, in deinen Beziehungen noch mehr Tiefe und auch noch mehr Liebe und noch mehr Harmonie zu erleben. Der Gott des Windes hat zu uns gesprochen, also diese Entität, dieses Wesen hat gesagt, du kannst mich so nennen, ich bin zwar nicht so etwas, aber früher wurde ich so genannt. Und dieses Wesen hat von der liegenden Acht gesprochen. Das heißt, wenn man mit der rechten Hand diese liegende Acht formt, bringt man Harmonie und Ausgleich. Und das soll man auch machen in der Verbindung zu anderen Menschen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn dein Partner oder deine Partnerin gegenüber von dir sitzt, formt man mit der Hand diese liegende Acht und das kann eine ausgleichende Wirkung haben auf die Beziehung, auf die Emotionen und die Bedürfnisse. Punkt Nummer 7, super, super spannend. Die Frage, die vom Publikum kam, war, wie wir es schaffen können, mehr mit unserer emotionalen Energie umzugehen, wie wir es schaffen können, mehr unsere Emotionen freien Lauf zu lassen. Und das Wesen hat gesagt, es ist ganz einfach, beginnt noch mehr die Lippen, die Zunge und den Mund zu nutzen. Und ich fand es so spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt doch so Begegnungen oder Menschen, die siehst du und die schauen dir nicht in die Augen, sondern auf die Lippen. Und ich habe festgestellt, dass mir das zum Teil so ein bisschen peinlich ist und auch ein bisschen nervt, weil die Lippen sind ja auch ein Stück weit etwas sehr Persönliches, sehr Intimes. Und wenn jemand die ganze Zeit auf die Lippen guckt, dann hat das so, ja, fast schon etwas sehr Einnehmendes. Und daran musste ich als erstes denken, als ich diese Botschaft mir angehört habe. Und ich bin der Überzeugung, dass die Lippen und auch wie wir unser Sprechen nutzen, wie wir die Worte formulieren, dass das sehr stark zusammenhängt mit unserer emotionalen Energie. Und das wurde mir eigentlich durch diese Botschaft bestätigt. Du könntest in der Früh ein paar Gesichts-Yoga-Übungen machen. Das ist, glaube ich, was richtig cool ist. Dazu gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche YouTube-Videos. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Oder auch einfach bewusst im Alltag beim Sprechen spüren, wie du deine Lippen nutzt, wie du deine Gestik, Mimik, wie du einfach das, was du physisch hast, wirklich einsetzt. So, Punkt Nummer 8 ist auch ein ganz spannender Punkt. Es existiert eine Art von innerer Motor in uns und dieser innere Motor liegt auf der Höhe vom Solarplexus. Das ist ein Energiezentrum, es liegt ungefähr 3 bis 4 Finger über dem Bauchnabel. Und von diesem Punkt aus baut sich um unser Körper herum das sogenannte Körperuniversum. Diesen Begriff habe ich vorher auch noch nie gehört, er ist hier das erste Mal gefallen. Und das Körperuniversum ist nicht das gleiche wie Qi-Feld, ist auch nicht das gleiche wie Aura. Es geht mehrere Kilometer um unser Körper herum. Und wenn wir es schaffen, von dieser inneren Mitte aus dieses Licht in unser Körperuniversum zu schicken, dann können wir einen positiven Effekt haben
auf bis zu 1 Million Menschen, das heißt 1 zu 1 Million. Diese Zahl ist gefallen und ich fand das extrem eindrücklich. Wow, weil das bedeutet ja, dass ein Einzelner wirklich sehr viel bewirken kann, wenn wir diese Energie aktivieren und uns vorstellen, dass wir in diesem Körperuniversum sind, wo Liebe, Mitgefühl, Frieden herrschen dürfen. So, und der letzte Punkt, Punkt Nummer 9, kam von Mr. G. Mr. G wird so genannt und er ist ein Wesen, das an der Pforte zum Jenseits steht. Und er erzählt davon, dass Menschen bei ihm vorbeikommen, dass er mit ihnen so ein bisschen plaudert, ein nettes Gespräch hat und dann gehen sie einfach weiter auf ihrer Seelenreise. Und dass es ganz viele Seelen gibt, menschliche Seelen, die bei ihm ankommen. Und dann ihm erzählen, dass sie dies und das gemacht haben auf der Erde als Mensch, aber dass sie gewisse Dinge hätten lieber besser machen können. Und ob sie denn nicht nochmal runterkommen dürfen. Und Mr. G, jeder hat einen freien Willen, die Seele darf darüber entscheiden, sagt ja klar, wenn du möchtest, geh nochmal runter und mach's besser. Und Mr. G erzählt davon, dass Menschen, menschliche Seelen tausende Male vorbeikommen und immer wieder das Gleiche sagen. Und er sagt an einer gewissen Stelle, und das ist eine sehr, sehr berührende Stelle, dass alle, die jetzt seine Botschaft hören, nicht erst sterben müssen, um zu erkennen, dass sie gewisse Dinge vielleicht besser machen könnten. Das heißt, es ist ein Appell an unsere Seele, dass wir beginnen können, während wir jetzt noch am Leben sind, vielleicht Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen liebevoller zu werden mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der Erde, mit der Natur, mit der Tierwelt. Dass wir es jetzt schon besser machen können, dass wir dafür nicht erst sterben müssen, um zu erkennen, dass wir nicht unser gesamtes Potenzial entfacht haben. Ich wollte mit dieser Botschaft diese Folge abschließen und vielleicht hast du schon gespürt und gemerkt, dieses Channeling hat sehr viel mit mir gemacht auf emotionaler und seelischer Ebene und es ist jedes Mal auch für die Menschen, die so ein Channeling erleben, ein sehr intensives Erlebnis. Vielleicht denkst du dir jetzt, wow, ich würde gerne auch mal an so einem Live-Channeling teilhaben wollen. Falls ja, dann wollen wir dir mit dem Higher Self Talk diese Möglichkeit schenken. Die vergangenen Jahre, ungefähr 8 Jahre, haben Jeffrey und ich diese Channelings immer nur in kleinen exklusiven Gruppen angeboten. Und wir sind der Überzeugung, dass die Zeit dafür reif ist, diese Informationen, dieses Erlebnis, dieses einzigartige Phänomen zu dir nach Hause bringen zu dürfen. Wir wollen dich teilhaben lassen an dem gesamten Channeling, das in Bern stattgefunden hat, das fast 2 Stunden ging. Das heißt, du hörst nicht nur, wie diese Botschaften durch mich durchkommen, sondern du siehst und erlebst, wie so ein Channeling abläuft, wie Jeffrey mich in die Trance bringt, wie er die Gesprächsführung macht, wie das Publikum dabei ist. Das heißt, du bist wirklich ein Teil von diesem Event. Zusätzlich gibt es auch eine Videolektion, wo du erlebst, wie ich gemeinsam mit der Gruppe das gesamte Channeling nochmal nachbespreche. Das heißt, da kommen auch Fragen aus der Gruppe. Ich gebe noch ein paar weitere Hinweise zu gewissen Informationen und Botschaften. Das Channeling, das du in diesem Online-Event genießen darfst, wird in verschiedene Teile unterteilt. Und nach jedem Teil gibt es von mir eine kurze Erklärung, wo ich dich mitnehme, tiefer in diese Materie einzusteigen, dir auch ein paar Infos und Tipps gebe, wie du die Informationen besser in deinen Alltag integrieren kannst und dadurch mehr an deine spirituelle Essenz kommst. Als eine kleine Krönung gibt es dazu noch die Meditation, die gewisse Inhalte aus dem Channeling tiefer integriert und es dir ermöglicht, all das, was du auf einer gewissen Ebene wahrgenommen und empfangen hast, besser zu verstehen und in dein System zu integrieren. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann geh auf higherselftalk.com. Und dort findest du auch alle weiteren Infos und die Anmeldung. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Schön, dass du da warst. Wundervolle Feiertage. Und ich freue mich auf das neue Jahr mit dir.